Mit dem Buch Einführung in das Kapital von Karl Marx, von Friedrich Engels, hat man schon das Kapital von Marx verstanden. Norbert Nelze, für eine basisdemokratische Räterepublik. Ich empfehle jeden Neueinsteiger in die marxistische Ökonomie nicht mit dem Kapital anzufangen. Das ist nur was für Spezialisten. Besser mit der Einführung in das Kapital von Friedrich Engels. Länger eins. Helmut Kohl erzählte einmal, dass er bei Marx nur bis zur Seite 100 gekommen ist. Karl Marx beleuchtet seine Theorien von allen Gegenargumenten der Kritiker seiner Zeit, die wir heute zum Teil gar nicht mehr kennen. Marx war ein Philosoph und als solcher setzte er sich auch philosophisch auseinander. So, dass du denkst, der kommt ja nie auf den Punkt. Aber die Betrachtung aller sinnigen und unsinnigen Argumente muss er auch machen, sonst wären die Intellektuellen gar nicht auf ihn aufmerksam geworden. Der Dietz Verlag macht bei der Engels-Einführung gleich am Anfang folgende erste Fußnote. Zitat: Als 1859 das Buch von Marx zur Kritik der politischen Ökonomie erschienen war, hatte die offizielle deutsche Nationalökonomie davon keinerlei Notiz genommen, um zu verhindern, dass dem Kapital das gleiche Schicksal widerfuhr, organisierte Engels und andere Mitkämpfer sofort nach dem Erscheinen des Werkes die Veröffentlichung von Rezensionen und Annotationen in Klammer kurze Zusammenfassung für bibliothekarische Zwecke, Klammer zu, in der deutschen Presse. Sie erreichten das bis Juli 1868 davon mindestens 15 publiziert wurden. In den hier abgedruckten drei Rezensionen werden von ihm Marx entscheidende Erkenntnisse am klarsten hervorgehoben. Zitat Ende. Link 1. Es ist zu empfehlen, bei den ökonomischen Schriften von Karl Marx erst die leichteren von ihm zu nehmen, wie Lohnarbeit und Kapital 1849, Link 2 oder Lohnpreis Profit 1865, Link 3, beziehungsweise das hier besprochene Buch Einführung in das Kapital von Karl Marx, von Friedrich Engels, auf Marxismus Bilderbuch zu lesen. Er spricht dort schon alle wichtigen Punkte an. Denk hier, das wesentliche Ergebnis vom Kapital von Marx ist aber der tendenzielle Fall der Profitrate. Und den spricht er leider kaum an. Ich denke, wenn man den tendenziellen Fall der Profitrate nicht versteht, kann man den ganzen Marxismus, besonders heute, gar nicht verstehen. Heute ist er deshalb so wichtig, weil in der Tat die Profitrate in der Produktion 2018 bei 1% angekommen ist. Für das Kapital lohnt sich das kaum mehr, in den hochentwickelten Industrieländern zu investieren. Ich habe deshalb bei dem Engelswerk den Anfang vom 13. Kapitel des dritten Buches bei Marx, Kapital, hinten als Anhang noch einmal dazugesetzt. Denn hier ist Marx recht einfach zu verstehen.
Ein besonders sehr zu empfehlendes Buch ist es dadurch geworden. Engels beobachtet stärker die Profitrate des Handelskapitals im Feudalismus, also der ursprünglichen Akkumulation. Er schreibt das Zitat der Augsburger Fugger, Welser, Möhlin, Hochstädter und so weiter und der Nürnberger Hirschvogel und andere, die mit einem Kapital von 66.000 Dukaten und drei Schiffen sich an der portugiesischen Expedition nach Indien 1505-1506 beteiligte und dabei einen Reingewinn von 150 nach anderen 175% machten. Zitat Ende. Mehr aber leider nicht, sagt Engels zum Fall der Profitrate. Insgesamt aber kann man sagen, dass damals die Wissenschaft sich noch nicht auf empirische Daten hatte aufbauen können. Die Manufakturen wurden zu den Zeiten von Karl Marx gerade von der Maschinenindustrie abgelöst. Umso genialer ist die Überlegung von Marx, dass bei Verbesserung der Maschinen und dadurch anteilsmäßig weniger Lohn die Profitrate sinkt. Anfang des 19. Jahrhunderts waren die Profitraten bei Krupp oder Borsig in der Produktion nur noch bei 70%. Er schreibt im 13. Kapitel des dritten Bandes, Link 4, Zitat, diese fortschreitende relative Abnahme des variablen Kapitals im Verhältnis zum konstanten Kapital und daher zum Gesamtkapital ist identisch mit der fortschreitend höheren organischen Zusammensetzung des gesellschaftlichen Kapitals in seinem Durchschnitt. Zitat Ende. Dazu rechnet er ein Beispiel durch bei einer Ausbeutungsrate von 100%, wobei V immer gleich M ist. Die Profitrate ist gleich M durch C plus V, Mehrwert durch konstantes und variables Kapital. Wenn C 50 und V der Lohn immer 100 bleibt, dann ist die Profitrate gleich 66,2%. Wenn C 100 ist, dann ist die Profitrate gleich 50%. Wenn C 200 ist, dann ist die Profitrate gleich 33 ein Drittel Prozent. Wenn C 300 ist, dann ist die Profitrate gleich 25%. Wenn C gleich 400 ist, dann ist die Profitrate gleich 20%. Dann im Text weiter. Dieselbe Rate des Mehrwerts bei unverändertem Exploitationsgrad der Arbeit, also V immer gleich M, Lohn gleich Mehrwert, würde sich in einer fallenden Profitrate ausdrücken, weil mit seinem materiellen Umfang, wenn auch nicht im gleichen Verhältnis, auch der Wertumfang des Konstanten und damit des Gesamtkapitals wächst. Zitat Ende. Karl Marx, Kapital, dritter Band, dritter Abschnitt, Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate, 13. Kapitel, das Gesetz als solches, Seite 221, Link 4. Wenn wir diesen Kurvenverlauf m durch c plus v
bei M gleich V von Marx immer weiter ausführen, ergäbe sich dieser Kurvenverlauf, der nach 100 Jahren unter 1% fällt und nicht mal mehr für die Bankzinsen reichen würde. Aber Marx hat nun auch die gegenläufigen Tendenzen beschrieben, die den Fall etwas abschwächen, so dass wir erst nach 220 Jahren Kapitalismus unter die 1% Durchschnittsprofitrate in der Produktion gefallen sind. Ab 2018 gibt es nur noch für 0% Zinsen Kredite bei den Zentralbanken und fiktive Gewinne mit Shareholder-Wetten. Wie lange noch? Dieser 13. Kapitel des dritten Bandes vom Kapital ist meines Erachtens das wichtigste Ergebnis des Kapitals. Aber bei Engels kommt das mit dieser zwingenden Darstellung, wie bei Marx, seltsamerweise nicht vor. Dafür legt er mehr Wert auf die Darstellung des wahren Wertes und die anderen Theorien. Also neben Engels auch den Anfang des 13. Kapitels von Marx lesen. Ist als Anhang mit dabei. Dazu möchte ich noch meine Broschüre empfehlen, Kapital leicht gemacht. Denn hier wird auch erklärt, warum die Kapitalisten immer zwanghaft rationalisiert haben, obwohl sie doch wussten, dass dabei immer wieder die Profiterate sinkt. Jede Rationalisierung führt dazu, nachdem alle sie getätigt haben, dass der Preis der Ware auf die vorher kalkulierten niedrigeren Kosten plus den Mehrwert fällt. Und entsprechend fällt auch die Profitrate. Einige Worte zu der Grafik. Natürlich geschehen die Rationalisierungen immer gleichzeitig. Also bei der Grafik gleich nur der dritte Schritt. Aber die Kapitalisten erhoffen sich nur den zweiten Schritt. Mein Job als Betriebswirt, Wirtschaftlichkeitsrechner, war immer, den zweiten Schritt zu errechnen und wann demnach die Maschine, die Anlage sich amortisiert hat, bezahlt gemacht hat. Da hört dann das Denken der Ökonomen auf. Und dafür verleihen sie sich gegenseitig den Nobelpreis. Die Linken haben leider das Kapital überhaupt nicht verstanden. Vielleicht kamen sie auch nur wie Helmut Kohl bis zur Seite 100. Mir sagte einmal in den 70er Jahren der Gründer der SAG, die Frage des tendenziellen Falls der Profitrate sei nebensächlich. Die Arbeiter würden deshalb auch nicht streiken, wenn sie das wüssten. Das stimmt zwar, aber die Kader müssten das wissen, um zu sehen, wo wir überhaupt stehen. Wir sehen doch, die zwei größten Gruppen der Linken, Marx 21, SAG-Nachfolger und SAV, kuscheln mit den Linken und der Merkel und sehen sich vielleicht schon halb im Sozialismus. Bei einer Profitrate von 1% und globaler Schuldenkrise und immer mehr Überkapazitäten, schreibt Marx 21, völlig blind. Die Profitrate stände laut IWF bei 12%. Also Marx 21 Artikel von Thomas Walter, immer noch aktuell die Marx-Krisentheorie. Link 5.
Sie sind im Strudel der Zeit für immer verloren. Weiter mit 2 von 2 Teilen.